im Deutschsprachigen als eben auch im englischen Call waren sofort 1000 voll und nachher haben wir das Ganze noch auf Facebook Live, YouTube Live und Twitch übertragen. Insgesamt hatten wir zu Höchstzeiten über 6000 Zuschauer. Ja, Alter also Schwede. crazy. Ich, absolut crazy, wie das Ganze einschlägt mittlerweile. Wirklich krass, wie viele Leute sich zum Thema NFTs und Kryptowährungen mittlerweile interessieren. Und natürlich geht es uns darum, auch für euch so die maximale Erfahrung rauszuholen. Ich selber bin mittlerweile seit knapp 6 Jahren im Kryptomarkt, fange jetzt auch so mit den ersten NFTs, dann habe ich auch die letzten 1, 2 Monate so rangetastet, ja, wie vielleicht der ein oder andere von euch es jetzt vorhat. Also bin auch jetzt erst vor kurzem in das Bereich NFTs eingestiegen, aber schon lange im Kryptobereich, seit 6 Jahren im Bereich Krypto und stolzer, ja, stolzer Krypto-Enthusiast, sage ich mal. Ja, also mittlerweile besteht 70, 80% meines Vermögens alles im Krypto. Bereich, ja, und deswegen wollen wir euch heute die Möglichkeit geben, hier eben auch im Chat Fragen zu stellen, ja, und dann eben den Walle zu bemühen für die ganzen NFT-Fragen, weil er sich im Bereich NFTs einfach massiv gut auskennt und auch besser auskennt wie meine Wenigkeit. Und mir könnt ihr natürlich auch gerne alle Fragen stellen zu iGenius, also zu der Company, mit der wir kooperieren, wo wir eben die ganzen Tipps bekommen, die Lernerfahrungen bekommen für Krypto, für Trading, für Kryptosignale, für NFT-Trades sozusagen, NFT-Ideen und so weiter. Also für iGenius, unsere Firma, und auch gerne zum Kryptomarkt. Und wir werden heute im Call natürlich auch die Gewinner announcen. Ich habe hier die Liste von allen Ausgelosten, die eben ein NFT gewonnen haben in diesem Call, sowohl an die Partner als eben auch die Leute, die quasi Partner werden wollen oder die Kunde werden wollen, die sogenannten Prospects, also die Interessenten. Da haben wir auch hier ausgelost. Ich werde sowohl die Deutschen als auch die Englischen nennen. Ja, und alle werden dann vom Miguel, den habt ihr auch schon kennengelernt, den lieben Miguel Wes, ein Top-Leader in unserer Company, werden von dem eben dann kontaktiert und kriegen dann eben Bescheid und ihr NFT zugesendet. Also, ich freue mich auf diesen Question-Answer-Call. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn ihr auch interaktiv mitmacht. Und deswegen legen wir mal los und geben Raum für die ersten Fragen, die jetzt hier einfach reinkommen. Es wäre cool, wenn ihr so ein bisschen im Chat mitlest, damit wir einfach auch die Möglichkeit haben, auf so viel wie möglich einzugehen. Wie kann man ein NFT minten bei Discord? Ja, bei Discord kann man meiner Meinung nach gar kein NFT minten. Ich werde mal kurz an den Walle übergeben und er erklärt euch dann, auf welchen Plattformen ihr minten könnt. Easy. Also erstmal können wir es ja so machen über den Chat und dann können wir auch gerne ein paar Leute auch so Ja, Fragen klar. stellen möchten, falls sie möchten. Das können wir gerne danach machen. Ich fange mal kurz mit der Frage an. Also bei Discord kann man allgemein keine NFTs minten, sondern Discord wird eher dazu benutzt, um ein Projekt zu monetarisieren, damit man einfach das besser strukturieren kann, was Links angeht, dass die Leute nicht gescammt werden, dass die da halt immer die offiziellen Links bekommen. Weil oft ist es so, wenn man jetzt auf Instagram ein Projekt hat, die Seite, die kann man auch leicht kopieren, also 1:1 kopieren mit den Follower und mit den Bildern sogar. Und diese Seite schreibt dich an und sagt, hey, Minting ist live. Und du gehst auf den Link und du wirst gescammt. Natürlich passiert das bei Discord auch mit den Bots, aber das lässt sich auf jeden Fall, also wenn man sich auskennt und die Direktnachrichten ausschaltet, dann kann dir auch keiner irgendwas schreiben auf Discord. Das ist extrem wichtig. Das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man sich in Discord macht, Direktnachrichten immer ausschalten und dann kann man erst einen Server betreten. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass keine scammt, also keine Und einer hat Scams ja auch kommen. gefragt hier bezüglich Whitelist. Wie kommt man auf die Whitelist? Oft kommt man genau eben auch über Discord auf die Whitelists, weil Ja, zum also. Beispiel, ja, manche Whitelists müsst du so zum Beispiel 10 Leute einladen in den Discord-Channel, um eben zum Genau. Beispiel auf die Whitelist zu kommen. Da gibt es dann immer verschiedene Anforderungen, wie man auf die Whitelist eben kommt. Oh, perfekt. Also zu den NFT-Gruppen, die können wir, also den Zugang, da können wir sie gerne nachher nochmal reinschicken. Und perfekt. Also fangen wir mal ganz kurz von oben an, damit wir hier keine Fragen skippen. Also No Chance bei Vivi, was zu kaufen, ist das normal? Mache ich was falsch? Nee, du machst gar nichts falsch. So geht es mir auch. Obwohl man jeden möglichen Trick verwendet, ist es extrem schwierig. Einerseits, weil meistens 200.000 bis 300.000 User
auf diesen Drop versuchen, den zu bekommen. Und klar, wenn der Drop 10.000 Editionen hat, dann kann man sich vorstellen, dass nur diejenigen, die am besten Ping haben, es schaffen, es zu bekommen, die schneller sind, eine Millisekunde, oder diejenigen, die einen Bot benutzen. genau, zum Thema Bot. Ich meine, Bots gibt es ja überall, auch bei Nike oder Adidas. Wenn die jetzt irgendeine Kollektion rausbringen, die limitiert ist, mit denen hat man immer zu kämpfen. Und die Plattform, die bemüht sich natürlich ständig daran, dagegen vorzugehen. Ich muss aber persönlich sagen, ich habe das meiste Geld aber nicht bei den Release gemacht damals, sondern auch auf den Secondary Market habe ich mir das vielleicht für den zweifachen oder dreifachen Preis gekauft. Und ich wusste, hey, das ist wirklich ein signifikanter Drop. Auch wenn ich das jetzt nicht gekriegt habe, will ich es unbedingt haben. Und statt $6 habe ich zum Beispiel $50 gezahlt. Das Ding ist jetzt 4.000 wert als Beispiel. Jetzt nur ein kleines Beispiel. Okay, hier hat auch noch jemand gefragt, ich verliere den ganzen Überblick bei den ganzen NFTs. Ja, ich glaube, es werden am Tag, Walle, korrigiere mich, wenn es schon mehr sind. Ich glaube, vor kurzem waren es 50 bis 60 Projekte, die am Tag gelauncht werden, circa, was ich so mitbekommen habe. Man muss natürlich einfach schauen, bei NFTs geht es natürlich viel auch um die Community. Ja, es ist ja im Endeffekt eine Art Kunst und ein digitaler Vermögenswert. Und deswegen, der Picasso ist der Picasso, weil halt die Leute Picasso feiern. Also ist natürlich sehr wichtig, die Roadmap, das Team, das Entwicklerteam, wer dahinter steht und vor allem, was sie tun, um die Community halt zu pushen. Noch jemand hat hier gefragt, wie viel und wie oft muss man bei iGenius zahlen? Also müssen tut man gar nichts vorneweg. iGenius ist kein Abo. Ja, iGenius ist so, man steigt mit einem Paket ein, welches man später auch noch upgraden kann. Also wenn man zum Beispiel mit einem kleineren Paket starten möchte, kann man später auch noch upgraden. Und man zahlt eine monatliche freiwillige Membership von entweder $99 oder $175. Je nachdem, aber die ist freiwillig und jeden Monat manuell zu entrichten. Was ist hier nochmal? Vielleicht eine blöde Frage, aber kann man NFT nur mit Kryptowährungen zahlen? Ja, also die meisten NFT, also alle NFTs kann man eigentlich nur mit Kryptowährungen zahlen. Und jetzt hier Frage an dich, Walle, direkt, wie erkenne ich gute NFTs und wie ist deine Strategie für die NFTs? Also ich habe gelernt, mich nicht nur auf den Hype zu konzentrieren. Natürlich, wenn man jetzt schnelles Geld machen will. Und es gibt jetzt ein Projekt, den nehme ich mal an, Hyperbeast, gab's ja, oder Hapebeast gab es ja jetzt letztens. Das wurde ja schon ein, zwei Monate im Vorfeld geplant. Der Hype war extrem groß. Die hatten über 200.000 User auf dem Discord-Server. Und da war es halt so, dass der Preis, der Minting-Preis war, glaube ich, bei 0,1 oder 0,3, ich weiß gar nicht mehr. Und nach dem Release waren wir schon bei 8 oder 7 oder 8 Ethereum. Ich gehe halt immer so vor, ich schaue mir ein Projekt an und ich denke mir, okay, wo steht das Projekt jetzt in ein halbes Jahr oder vielleicht in 2 Jahren? Ich schaue mir, was dahinter steckt, wie die Roadmap aussieht. Das sieht man meistens auf der Seite. Wie ist die Seite aufgebaut? Es ist meistens nur ein Copy-Paste. Das seht ihr, dass manche Projekte, die haben genau denselben Schema. Du kommst drauf, oben steht ein Bild davon, dann scrollst du weiter runter, stehen vielleicht ein, zwei Bilder von den NFTs, weiter runter kommt die Roadmap und vielleicht die Entwickler. Und die Entwickler sind meistens nicht benannt. Also ist auch immer wichtig zu wissen, wer hinter einem Projekt steckt, weil diese Leute, ich suche, beziehungsweise ich google die halt entweder auf LinkedIn oder allgemein auf Google. Es gibt bestimmte Seiten, wo man das recherchieren kann. Manche sind auch aber auch auf Insta aktiv. Welche Designer steckt hinter dem Projekt und von wem wird das überhaupt unterstützt? Lasst euch nicht verwirren von irgendwelchen Influencer, die das pushen, weil meistens ist ja so, dass diese bezahlt werden. Ist ja auch vollkommen okay. Und die möchten halt, klar, für die Promotion, die sie geben, bekommen sie halt Geld. Aber muss nichts heißen, dass dieser Influencer auch langfristig in diesem Projekt drinsteckt. Das sieht man meistens erst nach 2, 3 Wochen, wie sich das Ganze entwickelt. Yes. Sehr, sehr cool. Was ich auch noch wichtig finde, hier haben Leute gefragt, wie viel Startkapital brauche ich sowohl für iGenius als eben auch für die richtigen NFTs, ja? Da gibt es halt keine klare Antwort. Es ist natürlich auch so, dass man bedenken muss, es ist nicht immer so, dass man jetzt mega viel Startkapital benötigt, weder bei NFTs noch bei
iGenius selber, es ist natürlich, je mehr Startkapital man hat oder Investmentkapital, einfacher, weil man mit weniger Risiko dann mehr erwirtschaften kann. Weil wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, du möchtest zum Beispiel nicht nur jetzt NFTs traden, was ja ein sehr junger, auch wie der Walle schon gesagt hat, manchmal auch hype-basierter Markt ist, sondern du willst zum Beispiel auch die künstliche Intelligenz nutzen. Dann ist es natürlich so, wenn die künstliche Intelligenz aus 1.000 Euro 2.000 Euro macht, was so eine zum Beispiel Jahresperformance oder Halbjahresperformance ist, dann ist natürlich dasselbe, wenn du 10.000 Euro drin hast, macht sie halt 20.000. Das ist genau derselbe Vorgang, ja. Und es sind halt einmal 1.000 Euro Gewinn, einmal 10.000 Euro Gewinn. Natürlich ist es wichtig, am Hebel zu arbeiten und dort eben, ja, dann eben auch daran zu arbeiten, immer mehr Investmentkapital zu haben. Auch bei NFTs ist natürlich der Unterschied zwischen Glück haben und sein Glück selber generieren, einfach in viele Projekte zu gehen und auch natürlich in gewisser Weise zu streuen. Wenn ich jetzt nur ein Projekt investiere, möchte ich vielleicht Glück haben. Wenn ich jetzt langfristig mich mit dem Thema Trading oder NFTs auseinandersetze und mehr Kapital reinstecke, werde ich natürlich das Glück erzwingen, ja, und mein eigenes Glück generieren. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Also ich sage mal so, man sollte bei iGenius und generell in dem Bereich, wäre es cool, wenn man so um die 1.000 bis 3.000 Euro langfristig da mitbringt in den ersten vielleicht halben Jahr oder sowas, mit dem man dann eben auch richtig durchstarten kann. Wir ganz versuchen, ja, gibt es. Sorry, alles gut. Als kurzes oder witziges Beispiel, ich habe ja damals angefangen mit 100 Dollar. Und crazy. Damals war es halt noch nicht so publik, sage ich mal so, jetzt vor einem Jahr. Und jetzt ist es natürlich klar, hat man jetzt über die Zeit immer mehr investiert, aber diese 100 Dollar haben mir geholfen, einen fünf- oder sogar sechsstelligen Betrag damit zu erreichen. Es ist einfach wichtig, oder beziehungsweise man muss entweder Glück haben und das Richtige finden, oder man muss, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, diversifizieren, aber man muss einfach Ausschau danach halten. Und was hier Kerstin geschrieben hat, was ist der nächste Step, um in den NFT-Bereich zu starten. Ich würde mir so viele Infos holen wie möglich. Bei uns ist ja so, dass wir in den Gruppen auch die Leute educaten, wenn die jetzt zum Beispiel bestimmte Projekte haben. Ich habe jetzt auch mit Miguel überlegt, ob wir einfach den Leuten wie ähnlich so Podcasts aufnehmen und dann wirklich, dass sie das einfach so nebenbei anhören und sich da weiterzubilden, was das Thema angeht. Weil ich denke mal, jeder profitiert davon und wenn das Team gewinnt oder die Leute gewinnen, die man diesbezüglich educated hat, dann ist es immer die größte Freude. Ja, definitiv. Das Wichtigste, man kennt ja dieses Sprichwort, ja, es geht nicht darum, wie du startest, sondern es geht darum, dass du irgendwann startest. Ja. Und egal, ob es jetzt 100 Dollar sind oder 50 Dollar oder 8 Dollar, der erste Schritt ist in die richtige Richtung, ist Gold wert und auch die längste Reise der Welt und die längste Strecke. Und der größte Erfolg beginnt ja mit dem ersten Schritt. Und das ist das Entscheidende hier, was wir bei iGenius versuchen, egal ob du jetzt schon Geld hast oder wenig Geld hast oder neu dabei bist oder gar keine Ahnung hast oder ein bisschen Ahnung hast, wir wollen die Leute damit begleiten, in die richtige Richtung zu gehen. Und der Hauptpunkt hier bei uns ist, wie auch der Walle gesagt hat, genauso ist es, ihr kommt in eine Community, wo ihr immer Fragen stellen könnt, wo ihr immer in die Richtung geguided werdet. Und allein dieser Community-Aspekt, der wird euch extrem weiterhelfen, weil dann ist das Ganze eben immer weniger Glückssache oder vielleicht irgendwann gar keine Glückssache mehr, sondern ihr werdet irgendwann Systeme erlernen, sowohl im Trading als eben auch in dem Bereich NFTs, wo ihr merkt, okay, es geht jetzt nicht mehr darum, Glück zu haben, es geht darum, Systeme zu nutzen, es geht darum, Erfahrung zu nutzen, es geht darum, eine Community zu nutzen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und das ist das Coole, hier könnt ihr ja den ersten Schritt machen. Noch dazu, weil hier jemand geschrieben hat, könnte ich selber NFTs erstellen? Natürlich könntest, jeder kann ein NFT erstellen, ja. Die Frage ist, wie gesagt, was ist der Plan dahinter? Wer ist derjenige, der dahinter steht? Und was ist die Community? Ja, zum Beispiel einer geschrieben, ist doch absolute Glückssache oder nicht, dass diese Affen gerade zum Hype sind und steigen. Die haben ja keinen Zweck. Ich verstehe nicht, warum die steigen. Ja, weil was sagst du dazu? Haben die keinen Zweck? Wie sieht das aus? Das Ding ist halt, bei den Affen ist es einfach das beste Beispiel. Man nennt sowas Blue Chips NFTs, also die ersten NFTs dieser Art. Und genauso wie die CryptoPunks. Klar ist die Wertentwicklung enorm und auch nicht wirklich verständlich, sage ich mal. Ja, aber die Leute, die das jetzt kaufen, es werden ja immer mehr dazu
ich sag mal so, verführt, so einen zu kaufen. Also der genug Geld hat, der möchte sich auch damit profilieren. Das Ding ist halt, ich denke, solche Blue Chips NFTs, die werden auch jetzt in 5 Jahren noch existieren, weil schon sehr viele dahinter stecken, die genug Geld haben und die es nicht nötig haben, das jetzt wirklich zu dumpen, sage ich mal so. Und die Leute, wenn sie dahin investieren, die investieren ja nicht wirklich in den Bild, sondern in dem Network, das sie dadurch bekommen. Also in der Community, die dahinter steckt. Ich meine, wenn man so ein Ape hat, dann bekommt man Zugriff zu bestimmten Chats, da wo auch die anderen drin sind, die die gleichen NFTs besitzen, zu bestimmten privaten Partys. Und man weiß ja selber, so wie gestern auch angesprochen hat, der Weble-Effekt. Man zahlt einfach, oder die Leute, die genug Geld haben, die zahlen einfach gerne mehr für etwas, was sie nicht brauchen. Und ich denke mal, das wird auch so bleiben und es wird sich auch nicht ändern. Und zu Katrin, du hast hier geschrieben, ich beantworte immer mal wieder so ein, zwei Fragen vom Chat. Du hast hier geschrieben wegen den Divi-Bots, ob sich da diesbezüglich da was ändert. Ja, also es wird jetzt so sein, dass in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht sogar wahrscheinlich ein neues Drop-System kommt, in dem man nicht mehr spammen muss zum Beispiel oder sein Glück versuchen muss, sondern im Vorfeld, schon 10 Minuten im Vorfeld, sich dafür registriert. Und da werden die Leute per Zufall ausgelost. Von 300.000 werden per Zufall 30.000 Leute ausgelost. Ich denke mal, das ist auch dann fairer, auch gegen Bots. Clickbait geht ab. Was ja. Ist eine Whitelist? Das ist einfach die Möglichkeit, eben natürlich Pre-Sale, also vorher zu kaufen, bevor das Ganze überhaupt offiziell auf den Markt geht. Whitelist, wie gesagt, kommt man verschieden drauf. Man muss Leute in Discord-Channel einladen, man muss interagieren. Es gibt verschiedene Sachen, wie man auf die Whitelist kommt. Wie kann man am besten mit Krypto einsteigen, wenn man noch gar keine Erfahrung hat? Ja, da wäre eben genau der Punkt. Hier in dem Fall ist natürlich entscheidend, wann gehst du in den Markt und was kaufst du im Kryptowährungsbereich. Das würde ich auch jedem hier empfehlen, sich Kryptowährungen anzuschaffen, aber nicht einfach ohne Plan. Und genau dafür ist iGenius eben da. Ja, das heißt, bei uns werdet ihr lernen, wann geht man in Bitcoin? Wann verlässt man vielleicht eher Bitcoin? Wann sind Kaufbereiche? Wann sind Verkaufbereiche? Und dieses Wissen ist Gold wert. Zum Beispiel unser Master Educator Stefan Kassing, wirklich Trading, deutsche Trading-Legende, sage ich jetzt einfach mal, ja. Er hat zum Beispiel gesagt, Kaufbereich für Bitcoin startet bei 34.000 ungefähr, 34,5. Siehe da, Bitcoin ist genau in diesen Kaufbereich reingestochen. Unsere Kunden haben alle in diesem Moment die Nachricht gekriegt, jetzt ist es interessant, in Bitcoin wieder zu re-entern, die erste Position wieder zu eröffnen und zu kaufen. Und siehe da, alleine jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, Ladies and Gentlemen, werdet ihr über 10% im Plus. Ja, nur durch diesen reinen Tipp des Kaufbereichs über den sogenannten Crypto-Sequalizer, ein Produkt von uns, vom lieben Stefan Kassing. Und da erfahrt ihr, wenn ihr mit iGenius anfangt, eben genau, wann ihr einsteigen sollt und wie ihr einsteigen sollt. Und das funktioniert natürlich auch mit kleinem Geld, weil hier jemand gefragt hat, ob das Ganze auch mit kleinem Geld funktioniert. Ja. Nico, du hast geschrieben, du verlierst den ganzen Überblick bei den ganzen NFTs. An welche Plattform sollte man sich halten? Prinzipiell würde ich Ihnen empfehlen, mit Vivi anzufangen, weil da ist man auf Nummer sicher, dass man nicht gescammt wird. Und dass da, wo man etwas investiert, das auch langfristig sieht. Ich nehme auch gerne wieder das Beispiel, wenn das jetzt, sage ich mal, in ein, zwei Jahren komplett Mainstream geht und jeder benutzt NFTs. Und ich als zum Beispiel mein Vater, der kommt jetzt in diesen Markt rein und der sieht, keine Ahnung, CryptoPunk oder irgendein Naffe, der hat keine Ahnung, was es ist, obwohl jetzt, sage ich mal, der Preis egal wäre. Und er sieht aber einen Spider-Man als NFT, dann geht er doch lieber auf diesen Spider-Man, weil das kennt er ja schon bereits, als etwas, was man halt nicht kennt. Und das Problem ist auch, wie gesagt, bei den ganzen Seiten, es gibt unzählige Seiten, die NFTs listen, wo man auch selber NFTs kreieren kann. Eins, was ich empfehlen würde, ist IMX oder ImmutableX. Dort zahlt man keine Gas-Fees, so wie bei OpenSea, weil das einfach auf den Ethereum Layer 2 basiert. Also man zahlt ganz wenig Gas-Fees, aber jetzt nicht, keine Ahnung, 20, 30 oder $200, je nachdem. Yes, also hier hat noch jemand gefragt, KI auf Null, also unsere künstliche Intelligenz, und wie hoch ist das Risiko? Generell, wir sind natürlich nicht befugt, dir weder zu versprechen, welche Renditen das macht, noch zu garantieren, dass es nicht auf Null geht. Ja? Allerdings
kaufen die konservativen Varianten, also die sicheren Varianten unserer Software, einfach nur Ethereum mit US-Dollar oder Bitcoin mit US-Dollar oder Ethereum mit Bitcoin und tauschen es wieder zurück. Das heißt, du hast hier immer die physischen Coins auf dem Spot-Wallet. Das heißt, ein Totalverlust ist hier sehr, 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 sehr unrealistisch. Bei den Beta-Varianten haben wir ungefähr einen Max-Drawdown-Zeitbeginn der Laufzeit bei iGenius von 30% und bei den Alpha-Varianten einen maximalen Drawdown von ca. 50%. Also maximal, wie weit er kommt, man runtergehen kann, war immer in diesem Bereich. Kein Versprechen, keine Anlageempfehlung, aber so grob in diesem Bereich müsst ihr euch vorstellen, das kann auch mal natürlich nach unten gehen, das ist ganz klar. Ja, dann hat jemand noch gefragt, Ethereum, geht es da jetzt nur noch um NFTs? Ja, also so stark ist der Hype auch wieder nicht. Leute, Ethereum, ihr werdet noch sehen, was aus diesem Projekt noch wird. Ja, jeder Mensch, der sich mit Kryptowährung beschäftigt, weiß, wie krass das Ganze ist. Natürlich ist Ethereum nicht perfekt, auch Ethereum 2.0 ist noch nicht perfekt, aber Ethereum hat natürlich spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle im Bereich Blockchain und natürlich nicht nur bei NFTs. Wir sind auch hier ja bei einer wirklich großen Marktkapitalisierung. Alleine bei Ethereum sind wir auch schon bei echt ca. 200 bis 300 Milliarden. Also da geht es schon um echt viel Geld, welches in diesem Bereich investiert ist. Und die Ethereum-Blockchain hat natürlich mehrere Sachen, die sie abbildet und nicht nur NFTs. Ich habe hier eine Frage gesehen, ganz kurz von Serhat. Du hast geschrieben, könnt ihr kurz erklären, was NFTs sind? Gerne, ja, ich kann es ganz kurz nochmal wiederholen. Ein NFT oder Non-Fungible Token ist ein nicht fungibler Token auf Deutsch oder digitaler Kunstwerk. Als Beispiel Bitcoin ist ein fungibler Token, ist ein komisches Wort, sorry. Diese kann man tauschen. Zwischen Bitcoin und Ethereum oder Bitcoin zu Bitcoin als Beispiel. Ein NFT ist aber einzigartig in seiner Art und Weise. Jedes NFT ist einzigartig und er ist nicht austauschbar. Wenn ich jetzt ein NFT minte auf der Blockchain durch meine Wallet, wo ich mich mit meiner Wallet identifiziert habe, lade ich dieses NFT hoch. Ihr müsst euch vorstellen, genauso wie bei Instagram oder Facebook. Und durch dieses Prozess, wo er meine Wallet verifiziert, erkennt er, ich bin dieser Minter, ich bin der Gründer und in dieser Beschreibung, also in diesem Smart Contract, kann ich Verschiedenes hinterlegen, wie 10% Royalties auf jeden weiteren Verkauf oder Zugriff zu irgendwelchen Gruppen oder ähnliches. Oder die Hat, also die Mütze, die dieses NFT hat, ist einzigartig oder gibt es nur zweimal in einer Kollektion von 10.000 Mal. Solche Sachen kann ich da bestimmen. Sehr cool. Hier hat einer noch geschrieben, wie starte ich bei iGenius? Du meldest dich einfach bei der Person, die dich hier eingeladen hat. Ganz einfach. Besprichst mit der, welches Paket für dich am besten passt, um zu starten, welche Produkte du eben nutzen willst, welche Produkte dich am meisten interessieren. Und dann geht's los. Es ist kein Abo. Wie gesagt, man kann monatlich die Gebühr zahlen, wenn man es monatlich weiter nutzen will, was die meisten Leute tun, weil wer hört auf, Wissen zu nutzen, was ihm Geld bringt. Ja, in idealer Weise machen es dort natürlich nicht, weil sie den Wert dahinter erkennen. Und wenn ihr selber Kunden empfiehlt, ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe auch 4 Freunde, die es auch nutzen wollen, dann seid ihr auch gratis und müsst nie was dafür bezahlen. Und ja, habt dann eben das Ganze kostenfrei. Ich glaube, aufgezeichnet wurde der Call, weil jemand gefragt hat nach Aufzeichnung. Ja, ja. Er wurde aufgezeichnet. Ja. Er ist, glaube ich, aber noch nicht hochgeladen. Miguel sitzt, glaube ich, noch im Flieger, soweit ich weiß. Ja, ja, das hat, glaube ich, soll auch erst nach den Question-Answer-Calls stattfinden, damit die alle ganz brav auf die Question-Answer-Calls kommst. Hier, du wurdest extrem viele Fragen, ja. Falle, ne? Weil ja. Du wurdest oft gefragt, ob du deinen Discord preisgeben möchtest. ich habe keinen Discord. aber wir können auch gerne in Zukunft einen Discord erstellen, einfach für Education allgemein. Und wir haben ja die Telegram-Gruppen, wo wir die ganzen Infos und Inputs hinzufügen oder den Leuten mitteilen. Eine Frage hier, woran erkenne ich Scams? schwierige Frage, weil als Beispiel, auch wenn ein Projekt so aufgebaut ist, also so wie vorhin, ich gucke mir die Gründer an, ich gucke mir, wer hinter dem Projekt steckt, ich gucke mir den Designer an, ich gucke mir die Webseite an, Discord-Server, wie sieht die Roadmap aus? Dann schaue ich mir an, seit wann gibt es dieses Projekt? Bei Twitter oder Instagram
wenn dieser Account vor 2, 3 Tagen eröffnet wurde und der hat schon 50.000 Follower, dann war das entweder eine Promotion-Aktion oder die Follower sind gekauft. Und das ist für mich schon so ein Red Flag, wo ich schon mal die Finger davon lasse. Tobi, du hast geschrieben, den Rebound erklären und wie lange man dann eine Chance hat. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Rebound ist, bei Vivi meint er das jetzt, wenn jetzt die Zeit abgelaufen ist, erscheint dieser Buy Now Button und auch wenn man jetzt nicht die Chance hatte, es zu bekommen, steht dieser Buy Now Button für manche immer noch da. Ich hatte bis jetzt die Chance, wenn ich weiter drauf geklickt habe und die Fehlermeldung immer wieder weggedrückt habe, einmal nach 3 Minuten, einmal nach 6 Minuten und sogar einmal nach 13 Minuten nochmal was zu bekommen. Genau, also und damit ihr versteht, warum das so ist, wenn man etwas kauft und man hat nicht genug Geld, es zu besitzen oder es zu kaufen oder die Transaktion, manchmal kommt ja eine Captcha, die man bestätigen muss und diese fehlt, dann kommt diese Kollektion wieder in den Markt rein und das nennt man dann Rebound. Ja, hier nochmal, weil jemand hier im Chat geschrieben hat, dass keiner seine Reflinks reinposten soll. Ja, der liebe Jens hat das geschrieben. Ich weiß nicht, wer jetzt hier seine Reflinks reingepostet hat. Stimmt, ja, natürlich sollen die Leute zu den Personen gehen, die sie hier eingeladen haben. Das soll natürlich fair ablaufen und jeder soll bei der Person starten, die hier ja, eben dich eingeladen hat. So läuft es. Irgendwann willst du das auch, weil mit 4 Kunden ist man dann eben kostenlos. Und ja, wer das reingeschrieben hat, bitte unterlassen. Und jemand hat gefragt, ob man, wenn man einmal in einem Team einsteckt, ob man dann immer gebunden ist. Ja, also man ist natürlich an die Leute gebunden, mit denen man startet, das ist ganz klar. Aber wir sind alle befreundet und verstehen uns alle auch sehr gut. Also egal, ob jetzt TPR, IBA, Game Changers oder sonst irgendwas, da gibt es ja verschiedenste Movements bei uns. Wenn du zum Beispiel in eine Gruppe unbedingt willst von den Game Changers und bist bei IBA oder umgedreht oder bei TPR oder sonst irgendwas, ist kein Problem, dann einfach eure Upline kontaktieren, eure Leader, die setzen sich dann mit den jeweiligen Leadern aus den anderen Teams in Kontakt und dann kann natürlich hier jeder alles nutzen. Das ist ganz klar. Also wir sind da one Team, one Dream, ja, und jeder kann hier alles nutzen. Jemand hat hier auch gefragt, was der Unterschied zu IAM Academy ist. Ja, IAM Academy, wenn man im ersten Look draufschaut, wirkt es ähnlich, aber IAM Academy ist nicht so strukturiert wie, ja, sage ich mal, unser Unternehmen. Wir haben eine Börsenlistung, wir sind geführt von wirklichen Finanzexperten, wir konzentrieren uns nicht nur auf den Vertrieb, sondern mehr eben auch darauf, die Leute wirklich auszubilden und in dem Bereich vielleicht ein bisschen seriöser zu sein, ja, und haben auch immer, sind immer am Zahn der Zeit, aber du kannst auch bei IAM Academy Trading erlernen, das kannst du dich selber entscheiden. Ich bin bei iGenius und ich weiß, warum ich bei iGenius bin, weil wir meiner Meinung nach die beste Trading-Ausbildung haben und die Top-Experten, vor allem im deutschsprachigen Raum, sind bei uns, wie der liebe Stefan Kassing. Der liebe Stefan Kassing, unser Master-Educator, der mittlerweile auch ein Educator-Team von 20 Leuten um sich gebaut hat, war früher auch bei IAM Academy und hat sich entschieden, hier diesen Weg hier zu gehen. Ja, was ist der einzige Vorteil beim Werben? Kostenloser monatlicher Zugang? Nein, man kann natürlich auch hier sich wirklich ein Geschäft aufbauen durch die Empfehlung. Also nicht nur monatlich kostenlos sein, sondern es gibt hier Menschen, wie zum Beispiel der Miguel, der Presidential Ambassador ist und hier mittlerweile bis zu 100.000 Euro im Monat teilweise verdienen kann mit iGenius. Also man kann ja auch ein sehr, sehr großes Einkommen aufbauen. So ist es nicht. Also das ist nicht nur beschränkt auf kostenlose Produktnutzung, sondern man kann hier sich ein kleines Einkommen aufbauen, ein mittleres, ein großes, ein Vollzeiteinkommen. Man hat hier jede Möglichkeit. Genau, dann hat hier jemand gefragt, auf was wirklich man Wert achten muss bei Vivi und wann der beste Zeitpunkt ist und ob, also warum es mehrere gibt und ob man, wie es man schafft, dass man das meins verkauft wird. Also ganz kurz fürs Verständnis. Als Beispiel die Spider-Man-Kollektion. Es gibt ja Common, Uncommon Rare, Ultra Rare und Secret Rare. Und nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Common. Es gibt 30.000 Editionen davon. Es gibt wenige, aber wir gehen jetzt nur als Beispiel aus. Und von diesen 30.000 Editionen ist es so, dass die Sub 500, sagt man, also wenn du unter 500 bist, hast du schon mal eine höhere Wertsteigerung. Wenn du unter
125 bis auch. Und die meisten, die halt wirklich durch die Decke gehen, ist unter 100. Das Niedrigste, was man haben kann, ist die Edition 41. Aber ich persönlich, klar, wenn es etwas Besonderes gibt, aus diesem Jahr diese Edition dann noch zu besitzen, ist nochmal signifikant wie 1994 oder 1900, was weiß ich. Das spielt auch nochmal eine große Rolle für Sammler. Für mich persönlich, ich da achte ja da nicht wirklich drauf, sondern ich gucke mir etwas an. Ich will es unbedingt haben, mir ist die Edition erstmal egal. Ich kaufe immer vom Floor Price und dann halte ich das eine Zeit lang. Und wenn ich das Geld halt vermehrt habe, Ende verkaufe ich und kaufe mir was anderes oder ich behalte das einfach. Genau. Ja, mit Justin Bieber und seinem Bored Ape. Ja. Das stimmt, ja, das war schon übertrieben teuer. Aber weißt du, das Ding ist halt, die Leute, die jetzt wirklich in NFTs einsteigen, auch die ganzen Influencer, die sind nicht wirklich educated. Die haben vielleicht ein, zwei Wochen maximal da Wissen dazu bekommen von irgendwelchen Leuten, die denken von oder vielleicht gedacht haben, hey, das ist jemand, dem kann ich vielleicht vertrauen. Und ja, das Wichtige ist halt, was ich gelernt habe, ist, sich immer nochmal selber umzuschauen und sich selber das Wissen nochmal teilweise anzueignen. Es ist auch wichtig, wenn man eine sichere Quelle hat, wo man diese Arbeit für einen erleichtert. Aber um da wirklich dahinter zu stehen, ist es immer noch was anderes, wenn man selber nochmal recherchiert, weil da steht man nochmal ganz anders oder man hat einen ganz anderen Bezug zu dem Thema. Mit dem Podcast. Wir werden auch immer noch Sachen im Chat zu beantworten, ja, auf beiden Devices. Einer hat hier noch gefragt, ist vielleicht für alle wichtig, hat direkt an mich gefragt, wie kann man natürlich hier auch investieren, wo es nicht ums Thema NFTs geht, sondern ums Thema Aktien oder wie eine Aktie, Coins, erfährt man hier auch gewisse Sachen zu dem Bereich. Natürlich, ja, der NFTs ist auch für uns ein ganz neuer Bereich, ist ja ein extrem neuer Markt. Wir haben einige NFT-Kanäle, aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Kanäle zu Aktien, zu Forex-Trading und wir haben natürlich auch Kanäle zu Krypto-Projekten. Ja. Ein Kanal, der heißt Research Pro, dort werden alle interessanten Krypto-Projekte genau analysiert. Was können die, wer hat es gemacht, warum macht es Sinn, was ist der USP, der Unique Selling Point, wann solltest du einsteigen und so weiter. Also auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, dass du dann lernst, wo du reingehst, in welche Projekte du reingehen solltest. Du hast dann natürlich immer schlussendlich die Entscheidungsgewalt selber, aber wir analysieren das Ganze für dich, damit du natürlich dann auch im Coin-Markt die maximalen Profite mitnehmen kannst. Ich habe hier was gelesen, und zwar, welche YouTube-Videos oder YouTube-Kanäle man da wirklich empfehlen kann. Ich bin da nochmal extrem vorsichtig, was die Sache angeht. Also wir können gerne nochmal später in den Gruppen die paar Links verlinken, wo wir wissen, okay, das ist eine sichere Quelle. Aber meistens ist es so, dass irgendwelche YouTuber, die Projekte promoten, auch bezahlt werden. Und es gibt extrem wenige Leute, die einfach nur mit dem Gedanken ein Video aufnehmen und zu sagen, hey, ich will die Leute educaten und ich will nicht einfach die Leute abrippen. Und so jemanden zu finden, ist meiner Meinung nach selten. Auf YouTube gibt es, glaube ich, jemanden, der macht das Thema Vivi, also geht komplett aufs Vivi ein und welche Projekte, also welche Theorien und sowas gibt. Er heißt, glaube ich, Vivi Master, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie gesagt, wir verlinken das auf jeden Fall nochmal rein. Und mit der Podcast-Idee, das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und dann werden wir das wahrscheinlich in den nächsten Tagen vielleicht mal sogar angehen. Was noch auch interessant ist, weil hier Leute gefragt haben, wie man im Endeffekt sich absichert, ja, oder wie man Sicherheit bekommt. Und da gehört auch das Thema YouTube, was du gerade angesprochen hast, weil er natürlich dazu, wir bei iGenius scouten Educator, nennen wir diese Leute. Das heißt, das sind Leute, die eben sich ganz tief mit der Materie beschäftigen. Die werden von unserer Company angestellt und deren Leistung wird überprüft. Ja, auf YouTube oder solchen Free-Channels kann euch jeder alles erzählen. Die Leute, die wir anstellen, und die unsere Live-Sessions machen auf Zoom oder auf Learn Live unserer Plattform, die Kanäle hier betreiben, die werden jeden Tag überprüft, die werden jeden Tag nachgeschaut,
Da wird geguckt, dass die performen. Das heißt, das ist die Sicherheit, die euch die Company iGenius hier bieten kann. Ja, bei YouTube könnt ihr natürlich gratis Knowledge abgreifen, aber ihr wisst nie, genauso wie es der Walle gesagt hat, was ist der Intent dahinter der Leute, was wollen die von euch, wollen die euch vielleicht nur abziehen und wie gut sind diese Leute. Dafür gibt es iGenius, damit ihr einfach von Leuten profitieren könnt, die wir gescoutet haben, denen wir teilweise horrende fünfstellige, teilweise sechsstellige Summen zahlen, um die besten Educator, Analysten und Trader auf diesem Planeten zu holen, um euch auszubilden. Ja, das ist der Riesenpunkt. Ihr müsst euch eine Sache vorstellen. Ja, wenn jetzt hier die Vanessa, der Robert, die Sabrina, ja, die Christine sagt, wir wollen jetzt ein Coaching machen, wir wollen ein Coaching nehmen von einem Trader, dann müsstet ihr sehr, sehr viel Geld für diese Top-Trader und Analysten bezahlen, richtig? iGenius ist die Möglichkeit, Leute zugänglich zu machen für euch mit kleinem Geld. Normalerweise könntet ihr euch solche Analysten, solche Trading-Bots, solche Experten niemals leisten. No offense, ja, aber die werden so teuer, um eine Stunde mit diesen Leuten zu verbringen, dass sich das die meisten Leute niemals leisten können. Und das ist genau der Unique Selling Point, genau der Punkt mit iGenius, Leute, dass ihr die Möglichkeit habt, solche Kanäle, solche Educator, solche Trader, solche Analysten, solche Experten zu nutzen für kleines Geld. Weil wir einen Experten holen, wir zahlen ihm sehr, sehr viel Geld und all unsere zahlenden Kunden können das nutzen. Deswegen ist dieses Konzept auch so genial. Machen wir weiter noch mit einer Frage hier und vielleicht können wir jemanden, ich sehe hier jemand die Hand gestreckt, vielleicht dann nochmal dran nehmen. Welches Play-to-Earn-NFT-Game, kostenpflichtig oder einkaufspflichtig, macht momentan am meisten Sinn zu zocken? Das Problem ist mit den Play-to-Earn-Spiele momentan, die sind extrem teuer. Also teuer in dem Sinne, damit anzufangen. Die Hand ist weg. Vielleicht war es aus Versehen. Es ist extrem teuer, damit anzufangen, aber ein bekanntes ist zum Beispiel Illuvium. Es kommt aber erst noch raus. Dann gibt es X-Infinity. Es gibt, soweit ich weiß, Audi arbeitet jetzt momentan auch an ein ähnliches Mario Kart Play-to-Earn-Spiel. Ein cooles Spiel, was ich letztens entdeckt habe, was noch unter der Radar ist, also unter dem Radar, so wie X-Infinity. Das nennt sich Dodge Dash, heißt es, glaube ich. Ich kann es mal kurz reinschreiben. Scheiße, jetzt hat es mich ganz nach unten gekickt mit den Nachrichten. Das könnt ihr euch vielleicht mal anschauen. Ist ähnlich wie Super Mario. Da kann man es sehr günstig einzusteigen und da kann man bestimmt ein paar Dollar am Tag damit verdienen. Wenn man gut ist, sogar auf jeden Fall deutlich mehr. Okay, die Handfrage ist weg. Hat sonst jemand eine Handfrage, bevor wir weitermachen mit den Chat-Nachrichten? Also möchte jemand sprechen? Keine Angst, ich bin selber kamerascheu. Ich stehe nie wirklich vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Ich versuche hier, wie gesagt, weiterhin alles im Chat, die Leute, die mir direkt schreiben oder denen, die hier direkt fragen, noch zu beantworten. Hier hat auch noch mal jemand gefragt, gesagt, eine Bekannte hat ein Trading-Seminar gekauft, sie zahlte dafür stolze 26.000 Euro. Ja, das seht ihr mal. Das hat die Lia gesagt. Also genau so ist es. Also solches Wissen ist teuer, wenn ihr eine gute Person haben wollt. Ja, und deswegen ist es einfach so geil, dass man bei iGenius für einen kleinen Preis, was euch vielleicht am Anfang nicht klein vorkommt, aber was sehr klein ist, einfach dieses Wissen bekommt. Deswegen ist das hier so ein geniales Konzept. Deswegen sind wir hier auch 400 Leute und auf dem englischen Call auch nochmal 400, weil viele Menschen sich dafür interessieren, natürlich dieses Wissen zu bekommen und das, sage ich mal, zum kleinen Preis. Und das ist auch die Mission von iGenius, euch alle auszubilden, euch allen die Möglichkeit zu geben, an den Finanzmärkten zu profitieren. Ich bin heute so unglaublich dankbar auch dafür, dass das mir diese Chance gegeben wurde. Deswegen teile ich es mit Menschen und habe mir dann natürlich hier auch im Network dadurch ein Einkommen aufgebaut. Und deswegen kann ich es euch auch nur ans Herz legen. Ich bin heute extrem dankbar, damals früh in den Coinmarkt gegangen zu sein. Und ein Riesengrund für den Coinmarkt, für den Glaube an den Coinmarkt, auch für den Glaube an NFTs, war diese Community und diese Firma. Wir haben hier eine Frage von Lisa. Wie bekomme ich eine Wallet? Und davor war eine Frage, wie mache ich mein Geld digital? Also prinzipiell gibt es 2 bis 3 gute Plattformen, die man
gut vertrauen kann. Es gibt natürlich viel mehr, aber als Beispiel Binance oder wie heißt das andere, Coinbase. Da auf Binance meldet man sich an, man registriert sich, man muss sich identifizieren, damit man eine bestimmte Summe auszahlen darf. Und dann lädt man einfach mit Fiat, also mit einer Kreditkarte oder über Überweisung Geld, kann man aufladen. Dieses Geld hast du als US-Dollar und dieses Geld kannst du bei Binance, geht es extrem easy, umtauschen in entweder Ethereum, Bitcoin oder was weiß ich. Das Ganze, eine Wallet hast du dann ja eigentlich schon kreiert. Wenn du jetzt eine MetaMask-Wallet meinst, das ist nichts anderes als ein Add-on bei Google Chrome zum Beispiel. Ähnlich wie bei Binance, aber nicht so sicher, meiner Meinung nach. Da kannst du einfach das Geld von dort rüberschicken, indem du nachdem du deine Wallet generiert hast, du wirst nach ein 12, glaubst du, 12 Wörter gefragt und diese bitte immer aufschreiben und irgendwo verstauen. Du wirst, also keine Seite wird dich je wieder danach fragen, diese Wörter zu veröffentlichen oder wieder einzugeben. Wenn das so ist, dann ist es definitiv ein Scam und das wirst du nur benutzen, um deinen Account wiederherzustellen. Und dann hast du deine eigene Adresse und an dieser Adresse kannst du von Binance Ethereum rüberschicken. Und ganz wichtig ist dann auch zu wissen, welches Network man da nimmt. Bei Ethereum ist es dann meistens ERC20. Falls man jetzt aus Versehen den Binance, also den Chain-Network ausgewählt hat, keine Sorge, das Geld ist nicht weg. Man müsste einfach nur bei MetaMask das Network umstellen. Hier wurde auch nochmal gefragt, ob iGenius ein Schneeballsystem ist. Ja, natürlich nicht. Ja, iGenius ist ein Empfehlungsmarketing-System. Das heißt, 70% der Einnahmen, die bei iGenius eingenommen werden, werden wieder an uns, an die Kunden und Partner ausgeschüttet, dafür, dass sie uns weiterempfehlen. Ja, ist einfach ein Empfehlungsmarketing. Wir machen keine Radiowerbung, Fernsehwerbung, teure Werbung, Plakate oder sonst irgendwas, sondern die Werbung ist Mund-zu-Mund-Propaganda und da fließt halt das meiste, was wir einnehmen, wieder rein, damit, dass man das Ganze weiterempfiehlt und das ist ein Empfehlungsmarketing und natürlich vielleicht den einen oder anderen, ja, die Firma ist börsengelistet. Unsere Mutter ist Investview, das ist die Mutterfirma von iGenius und die ist börsengelistet, dementsprechend, ja, also ein Börsenunternehmen wird sehr stark und eng kontrolliert. Natürlich muss das Ganze vollkommen legit und legal sein. Wann findet die Verlosung statt? Die Verlosung hat schon stattgefunden, hat der Karim hier gefragt. Die werde ich jetzt gleich hier am Ende auflösen. Ja, weiß nicht, hast du noch, wie kann man die Forex-Trading-Kurse anschauen, ja, indem man sich eben bei iGenius einträgt. Wendet euch an die Leute, die hier euch eingeladen haben und dann könnt ihr einfach loslegen. NFTs kaufen mit OpenSea, kannst du gerne machen, immer gucken, ob das das echte NFT ist von einem Projekt oder nicht. OpenSea ist eigentlich nichts anderes als ein eBay. Es gibt auch andere Seiten, die ähnlich aufgebaut sind wie OpenSea. Nur bei OpenSea ist es auch so, was ich vorhin noch ansprechen wollte, wenn man sein eigenes NFT verkaufen möchte, dann müsst ihr immer bedenken, dass man am Anfang eine bestimmte Gebühr zahlt und diese Gebühr zahlt man, um seine Wallet nochmal zu verifizieren, damit man überhaupt verkaufen darf. Danach zahlt man diese einmalige Gebühr nicht mehr, aber man zahlt trotzdem immer noch die Gas-Fees und es macht keinen Spaß, wenn man mit wenig Geld da anfangen will, weil allein die Gebühr, je nachdem, wie viele Transaktionen gerade auf der Blockchain stattfinden, die kann auch mal bei $300 oder $500 liegen. Und wenn man einfach sein eigenes NFT verkaufen will oder versuchen möchte zu verkaufen, dann ist es keine Relation. Deswegen würde ich da immer empfehlen, Seiten, die keine großen Gas-Fees benutzen, so wie Immutable X oder IMX. Wie komme ich günstig an Gems? ja, also es gibt, also entweder kaufst du sie via einen App Store oder Play Store. Es gibt aber auch Seiten oder Telegram-Gruppen, die Gems für, also nicht 1:1 verkaufen, sondern 0,5 oder 0,8:1. Und da ist es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man gescammt wird, außer man benutzt einen S-Core. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ist einfach ein Zwischenmann, der das Geld oder das Gut behält. Und wenn das eine rübertransferiert wird zu ihm, bestätigt er diese Transaktion und der Verkäufer sendet dann
das Gut an dem anderen. Und so funktioniert das. Also wenn ich überhaupt Gems kaufen würde, so dann immer nur mit einem Escort. Hier hat noch jemand gefragt, wie lange hält man ein NFT? Ich meine, im Endeffekt, wie lange hältst du den Picasso, wenn du ihn besitzt? Ja, das kann man nicht beantworten. Es kommt drauf an. Wenn du natürlich jetzt den gerade zum Beispiel jetzt erworben hast wie Justin Bieber, ja, dann wird Justin Bieber ihn wahrscheinlich jetzt nicht direkt wieder verkaufen für ein paar Euro mehr. Also es kommt einfach drauf an. Manche Leute behalten es wirklich wegen der Kunst, wegen dem Aussehen, weil sie einfach Gefallen an dem Projekt haben und auch an den Benefits des Projekts. Ja, es sind aber noch zusätzliche Benefits mit dabei. Manche Leute kaufen in der Whitelist vorher, kaufen dann und verkaufen direkt, um Gewinne zu machen. Du musst einfach für dich wissen, willst du Gewinne realisieren? Hast du dir genug Gewinne realisiert, wo du sagst, hey, das ist für mich okay, ich möchte jetzt hier rein Gewinne realisieren und verkaufen? Oder bist du bei diesem Projekt vielleicht auch mit dem Herz dabei und willst es halt langfristig halten und hoffst dir noch eine höhere Wertsteigerung? Aber genau solche Sachen lernst du auch eben bei uns, bei iGenius in den Gruppen, dann eben auch in vor allem den NFT-Bootcamps, Education, wie du sowas genau machst. Das heute ist natürlich auch nur ein Question-Answer-Call und kein Education-Call, ja. Man muss natürlich hier wissen, es ist einfach wichtig, dass man sich langfristig mit diesem Thema auseinandersetzt und jetzt nicht nur in ein, zwei Calls, und dafür ist es sinnvoll, Member bei iGenius zu werden. Was machen es auch wichtig, ja, natürlich auch dem Walle die Credits hier zu geben, dafür, dass er das Ganze macht, obwohl er jetzt davon nicht direkt profitiert oder ähnliches. Also sehr, sehr cool, altruistisches Verhalten von dir, Walle. Vielen Dank, gib mir mal ein paar Einser in den Chat und ein paar Damenfäuste, whatever, dass du dir da immer die Zeit nimmst und ja, auch für uns dann da bist und uns berätst. Und ja, die Einser. Wenn ich hierfür begeistern konnte, natürlich. Ja. Danke, Leute, weiß ich zu schätzen, wirklich. Sehr cool, ja, hier, guck mal, spending some love, guys. I like it. Holy shit. Sehr cool. Sehr, mega, sehr cool. Freut mich. Sollen wir mal die Gewinner announcen? Walle? Sollen wir vielleicht noch davor, vielleicht traut sich wirklich jemand. Ah ja, genau, wir wollten ja Leute sprechen lassen. So ist ja, es vielleicht traut sich ja irgendjemand. Ey Leute, vielen, vielen Dank für die Einser, weiß ich wirklich zu schätzen. Einserwelle, sehr, sehr gut. Jetzt, hier sind wir. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis deine Einserwelle vorbei ist. Kann noch dauern. Die Flames, ja. The Flames are going wild. Neue TPR Educator, das gefällt mir. Sehr, sehr geil. Oh je. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich war es angestoßen hier. Es hat keinen. Ja. Alter Schwede, es sind schon über 609 Nachrichten. Was geht ab? Jetzt sollen wir mal nach unten scrollen, sonst sieht man nichts mehr. Ja. Perfekt, cool. Ja, also danke für euer Engagement. Vielen Dank. Sehr, sehr nice. So, also, wie schon gerade der Walle gesagt hat, wir haben natürlich auch Raum für ein, zwei Fragen persönlich hier. Wenn jemand hier gerne sich unmuten will, dann möchte er gerne die Hand heben. Ja, und dann werden wir ihn unmuten, dann kann er uns auch persönlich eine Frage stellen zu iGenius, zu Kryptowährungen, zu NFTs, zu Trading, whatever you want. Ja, dafür sind wir beide hier. Also wenn sich jemand traut, gerne die Hand heben und die Frage stellen, wenn ihr möchtet. Also wir beißen nicht, wie gesagt, alles gut. Schon, alle nicht. Will einer, der hier schon bei iGenius ist, vielleicht mal ein Statement dazu abgeben oder schon NFTs gekauft hat, mal ein Statement abgeben, wo er sagt, er will kurz teilen, was er hier für eine Erfahrung gemacht hat in dieser Community oder in der NFT-Community oder in der iGenius-Community. Raphael, du lachst da so unten, nee, links im Eck. Wir haben doch schon eine. Du bist der Host, weil du musst das, glaube ich, machen. Er ist schon wieder weg. Ach, der ist schon wieder. Also das war vielleicht nur versehen. Aber ich habe ihn hier wieder gefunden. Jetzt muss er schon noch. Alles gut, war kein Versehen. Hallo. Yeah, da ist er. Servus. Perfekt, perfekt. Was ist euch lieber? Soll ich eine Erfahrung von iGenius zählen oder meine Frage zu NFTs stellen oder beides? Wie wäre es mit beidem? Alles klar, so sehe ich das auch. Fangen wir mit der Frage an, dann machen wir iGenius. Okay. Ja, ich habe vorher eh schon in den Chat geschrieben, wahrscheinlich übersehen worden. Und zwar, die meisten NFTs basieren ja entweder auf Solana oder auf Ethereum. Aber ich habe zum Beispiel auch damals von Miguel den Tipp bekommen bezüglich Digipunks. Und das Ganze wurde ja damals mit BNB abgewickelt. Gibt es noch mehrere Projekte mit BNB, beziehungsweise warum ist das nicht ja, so das häufige Zahlungsmittel, sage ich jetzt mal, bezüglich NFTs? Weißt du da was? Warum ist das was? Was hast du am Ende gesagt?
warum sind da nicht so viele Projekte da, die was eben auf BNB beruht? Okay, also prinzipiell kannst du auch mit BNB, also Binance meint ihr damit, auf Binance, es gibt ja auch ein NFT-Marketplace für, also von Binance, da kannst du, also da kommen halt nur exklusive NFTs von denen. Okay. Und je nachdem, also wenn ich jetzt ein Projekt habe, dann suche ich mir immer die Plattform raus, wo ich denke, meine Community geht da halt am meisten drauf. Und bei OpenSea ist es ja so, viele benutzen, also bei OpenSea kannst du übrigens auch über Polkadot listen, nicht nur über Ethereum. Ah, okay. Das funktioniert auch. Aber die meisten, also das meiste Geld sitzt immer noch auf OpenSea. Deswegen sind auch die meisten Projekte auf OpenSea gelistet. Es gibt aber auch Projekte, wie du gesagt hast, auf Solana. Coinbase eröffnet jetzt auch ein Marketplace für Vivi. Und ja. Okay, alles klar, vielen Dank. Das heißt, bezüglich Coinbase, Vivi, das heißt, die Gems im Endeffekt sind dann auch bei Coinbase, beziehungsweise wirst du auf Coinbase dann auch NFTs von Vivi kaufen können, oder wie? Oder wird es rein trotzdem auf dem Marktplatz sozusagen bleiben, also auf der App? Also ich glaube, bei Coinbase, das ist ja noch nicht bestätigt, aber bei Coinbase kommen auch exklusive Projekte. Mhm. Und diese Projekte werden wahrscheinlich erstmal nur auf Coinbase zu finden sein. Mhm. Ob jetzt von anderen Plattformen wie Vivi oder ähnliches Projekte dort gelistet werden, hängt alleine von Coinbase ab. Alles klar, perfekt. Danke dir auf jeden Fall, damit ist meine Frage beantwortet. Und bezüglich Erfahrung von iGenius, um das jetzt auch noch ganz kurz zu beantworten, ja, dass der Felix auf jeden Fall auch noch ein Lächeln am Mund hat. Und das Ding ist folgendes, und zwar, ich bin jetzt eben bei iGenius seit knapp 3,5 Jahren hauptberuflich, und das Ding ist halt das, meiner Meinung nach, das, was halt extrem viel ausmacht, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Einfach die persönlichen Calls, das natürlich, der Punkt ist immer das, natürlich, dein Kontostand ist immer so weit wie deine Persönlichkeit, das, was ich eben auch durch Felix gelernt habe. Und logischerweise, das, was bei uns passiert, ist das, dass natürlich zuerst mal die Persönlichkeit gehoben wird und danach kommt der Kontostand rauf. Und das Ding ist halt, wenn du Wissen und Fähigkeiten dir hier aneignest, das kann dir halt keiner mehr nehmen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach ein absoluter No-Brainer, weil einfach das Geld, was du im Endeffekt investierst, das kannst du immer und immer und immer wieder verdienen und es wird dich komplett unabhängig machen und das ist meiner Meinung nach unbezahlbar. Ja, also Wissen und Fähigkeiten kann dir keiner mehr nehmen und wird dich immer wieder bezahlen. In diesem Sinne, kann danke. Ich dir vollkommen zustimmen, ja, das stimmt. Ich war ja persönlich auch ganz am Anfang bei der TPA. Also ich arbeite immer noch mit der TPA zusammen. Und das ja vor 3 Jahren. Und es hat, also was das Trading-Bereich angeht, das Wissen tut man sich ja einmalig aneignen. Und ich meine, ob man jetzt wirklich intensiv sich damit beschäftigt oder nicht, auch was das Thema NFTs angeht, sollte man immer noch Ahnung haben vom Krypto-Bereich, weil in Krypto ist das ja so, dass man weiß, wie funktioniert ein Markt. Und der Markt in Krypto ist ähnlich wie der Markt im NFT-Bereich. Es gibt eine Phase, wo das Ganze mal abstürzt und es gibt eine Phase, wo das Ganze durch die Decke geht. Und ähnlich bei NFT, manchmal, ich empfehle da auch manchmal Bücher zu lesen, damit man sich ein bisschen Mindset weiterbildet. Und damit man nicht aus Angst verkauft, nur weil etwas jetzt abgestürzt ist, zum Beispiel der Bitcoin, wenn man jetzt ganz oben investiert hat und ich sehe, der ist jetzt um die Hälfte abgestürzt, natürlich hat man Angst, es noch mehr zu verlieren. Aber ich kenne jemanden, der sagt, oder also ein guter Freund von mir, der sagt, Alter, das ist jetzt der beste Zeitpunkt zu kaufen. Ja. Und das ist auch so. Aber die Leute, die sich da auskennen, weil es seit langem gab, ja. Genau, ja. Und die Leute, die sich einfach damit beschäftigen und da in diesem Thema educated sind, was iGenius und TPA auch, oder verzeiht mir, es gibt ja verschiedene Movements, die das extrem gut machen, ist einfach die Leute zu educaten in diesem Bereich. Und das Wissen kann euch keiner mehr nehmen. Ich meine, die beste Investition ist immer die in euch selber. Genau, so ist es. Warren Buffett wurde mal gefragt, ich glaube, jeder kennt Warren Buffett, einer der reichsten Investoren der Welt. Und dann hat sie gefragt, was war das beste Investment, was du je gemacht hast? Und dann hat er gesagt, er hat am Anfang mal einen Kurs gekauft für knapp $1,000 und hat gesagt, das war das beste Investment, was ich je gemacht habe, das Investment in mich selber, weil das hat all das nach sich gezogen, was er heute hat. Er ist ja Multimilliardär. Ja, wie der Jens hier auch reingeschrieben hat, man kann sich sogar bei iGenius auch in Provisionen in Bitcoin auszahlen lassen.
Somit kann man auch gleich Bitcoin stacken. Die Jamie hat noch gefragt, ob sie auch ein was dazu sagen kann. Na, dann wird man mal, machen wir mal die Jamie auch an. Muten wir mal die Jamie, würde ich sagen. Jamie. Die ist beim Dennis. Ich mache mal den Ton ein. Ich habe mal den Ton eingeschaltet. Yes. Könnt ihr mich hören? Yes. Perfekt, hi. Hey, voll geil. Ja, hi Leute, ganz kurz zu mir. Ich war jetzt nicht auf dem deutschen Call drauf, deswegen ganz kurz zu mir. Ich bin Jamie, ich bin 21, komme aus der Nähe von Köln. Ich mache das ganze Business jetzt schon seit 2 Jahren und ich dachte, es wäre voll cool, wenn ich vielleicht nochmal kurz was sage, weil man hat jetzt vielleicht so mehr die Männer gesehen. Generell wollte ich euch sagen, dass ich als Frau damals, als ich gestartet bin, hier unter drei anderen Frauen war und sonst nur Männer. Und ich habe dann wirklich so gedacht, okay, krass, warum setzen sich nicht so viele Frauen mit dem Thema auseinander? Und da möchte ich einfach nur mal so an die Frauen nochmal appellieren, wie wichtig das auch für uns ist, sich mit finanzieller Unabhängigkeit auseinanderzusetzen, weil wie ist es immer in der Zukunft, also sage ich mal, wenn man vielleicht verheiratet ist oder sonst was, da sind die Frauen meist abhängig vom Mann. Und ich sage mal so, wir Frauen können so viel mehr und generell sagt man ja auch so, dass jeder Mensch, der wirklich wohlhabend werden will, mehr als 7 Einkommensquellen braucht. Und wenn man ja mehr als 7 Einkommensquellen aufbauen will, man kann sich nicht durch 7 teilen und 7 Jobs gleichzeitig machen. Man muss einfach wissen, wie man investiert oder wie man ja aus seinem Geld mehr Geld macht. Und das fand ich einfach so, so ein krass wichtiges Thema, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einfach mal eine Entscheidung trifft und das ist immer für euch, also ich sag mal so, egal ob es jetzt ein Walle ist, ob es ein Felix ist, ob es irgendjemand anderes hier auf diesem Zoom ist, jeder investiert ja in einer gewissen Weise in sich selbst. Manche Leute investieren in sich selbst, indem sie neue Klamotten kaufen, um schön auszusehen. Und manche Leute investieren in sich selbst, um in dem Sinne mehr Wissen zu haben, weil ich glaube, jeder weiß, dass heutzutage einfach Wissen Macht ist. Wir sind in einer, ja sage ich mal, Welt, wo sich alles immer weiter digitalisiert, Technologien ersetzen Menschen und da finde ich es einfach so, so wichtig, dass man weiß, okay, wohin geht die Zukunft und das ist meiner Meinung nach das Geile an iGenius, weil es wird halt immer alles geupdatet. Ich habe damals so ein bisschen gesehen, wie gesagt, bei Walle, weil ich ihn auch kenne, dass er da mit NFTs handelt und dann gab es auch von unserem Movement ein NFT-Event. Und ihr müsst euch vorstellen, danach auf einmal waren NFTs überall. Und iGenius hat eigentlich direkt danach, den NFT-Educator zu uns geholt, damit Leute halt auch über NFTs geeducated werden können. Und das finde ich halt einfach so krass, dass man hier einfach immer mit dem Trend geht und nichts verpasst. Weil ich sage euch mal ganz ehrlich, ich habe damals $1,499 investiert. Ich habe das heute doppelt, dreifach, zehnfach, zwanzigfach raus und habe ungefähr vor 5 Wochen ein neues Investment, getätigt, was nur für meine Persönlichkeitsentwicklung ist und habe 12.000 ausgegeben. Also denkt einfach mal drüber nach, wenn ihr weiterkommen wollt, müsst ihr einfach in euch selbst investieren und das wollte ich euch einfach nochmal mitgeben, einfach noch von der Frauenseite aus. Ich lasse mich zum Beispiel auch jede Woche in Bitcoin auszahlen, habe mich jetzt auch gefreut, dass Bitcoin so tief ist, das heißt, ich kriege sogar noch Prozente darauf in den nächsten Wochen. Deswegen ist es einfach nur crazy, was man sich hier aneignen kann und irgendwo muss man halt einfach starten, Leute, irgendwo muss man starten und ich habe damals versucht, mir das Ganze ein halbes Jahr über YouTube beizubringen und ich kann euch sagen, es war die größte Zeitverschwendung meines Lebens, weil am Ende des Tages ist Zeit halt auch Geld. In einem halben Jahr hätte ich so viel erreichen können, hätte ich einfach iGenius schon früher gefunden. Deswegen, das war's von mir. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz von meinen Erfahrungen erzählen. Danke, Jamie. Danke, Power Hour wieder hier. Die Einsen fliegen wieder in den Chat. Also gerade keine Fragen reinstellen, weil wir können sie nie wieder finden. Ja? Also bitte erst wieder fragen, wenn die Einserwelle vorbei ist, weil sonst müssen der Waller nicht die ganze Zeit hochscrollen. Ja, ich habe schon den Überblick verloren, leider. Komm nicht dagegen an. Hat sonst noch irgendjemand eine Frage bezüglich NFTs oder iGenius? Gerne nochmal die Hand hochheben. Wie gesagt, wir beißen nicht. Genau. Bis auf Felix. Also sonst kommen wir zur Verlosung. Sonst geht's los hier. Gratis NFTs. Ja. Das hört sich gut an. Ja. Perfekt. Ich will ganz kurz, bevor du die Verlosung machst, noch zusätzlich, weil so viele gefragt haben wegen Discord, wir haben selber keinen Discord-Channel, aber ich habe jetzt auf die Schnelle einen Discord-Channel eingerichtet, da können wir das mit Felix und so nochmal zusammen managen, dass wir auch dazu bezüglich jetzt auch nach diesem Call nochmal Fragen beantworten und das Ganze einfach nochmal strukturiert behalten. Den Link möchte ich ganz kurz reinposten. Ihr könnt da einfach gerne reinkommen. Und
Wie gesagt, da können wir auch nachhinein auf bestimmte Themen eingehen, falls ihr jetzt noch Fragen zu iGenius oder NFTs habt oder auch gerne zu den Leuten gehen, die euch empfohlen haben. Okay. Gibt es schon NFT-Videos in iGenius? Ja, also es gibt auch schon NFT-Videos in iGenius, die Aufzeichnungen von unserem englischen Educator. Also wir haben auch schon einen reinen NFT-Educator bei uns und dort gibt es auch schon Aufzeichnungen von den Sessions. Es wird auch zusätzliche NFT-Kanäle geben zu den Krypto-Kanälen. Zusätzlich reine NFT-Kanäle, NFT Pro zum Beispiel. Wir werden jetzt auch, genau, hier hat einer reingeschrieben, Jay Pelle heißt der Educator bei uns. Es gibt auch Crypto Talk von Anthony, wo es auch um das Thema geht. Also gibt es verschiedenste Sachen, die wir da jetzt anbieten. Und natürlich auch unser eigenen Stuff mit Walle und Co. Jedes Team hat nochmal auch eigene Experten immer. Also das ist, da gibt es genug. Ganz, ganz, ganz genug, wo ihr da reinschauen könnt. Genau, Aichan und Felix natürlich auch, unsere eigentlichen SK-Profis, die sind auch Educator. iGenius ein MLM? Ja, es ist ein MLM-System, ein weiterentwickeltes MLM-System, ein Affiliate-Marketing. Ja, es gibt auch die meisten Sachen mittlerweile auf Deutsch, weil das jetzt auch öfter gefragt wurde. Der Felix und der Aichan, die machen die deutschen NFT Talks, Sessions, Krypto-Sessions. Jay Pelle ist der Amerikaner. Ist auch ziemlich bekannt, könnt ihr auch mal gucken, ja, auf Insta und Co. Jay Pelle ist der Amerikaner, der die NFT-Talks und Krypto-Talks macht. Wir machen jetzt aber auch eben diesen Kanal auf Discord. Ja, hat er schon reingestellt gerade. Ging aber schnell jetzt. Ich habe vorhin gesehen, ich habe es auch so jemand anders privat geschrieben. Also das mit dem Zoom hier, ich muss mich da noch zurechtfinden. Vorhin hat auch jemand, ich glaube, das habe ich auch aus Versehen, jemanden persönlich geschrieben, gefragt wegen Vivi und wo es die ganzen Drops gibt, also die ganzen Drop-Infos. Dazu werde ich auch noch einen Link reinposten hier. Da findet ihr immer die ganzen Infos, wenn irgendwas rauskommt. Genau, hier auch noch hat einer Jay Pelle reingepostet, den iGenius, offiziellen iGenius Educator. Könnt ihr auch mal auf Insta abchecken. Auch sehr, sehr cool. Der macht die Sessions. Mega hilfreich, finde ich auch aktuell. Ja, gut, dann machen wir jetzt schon mal die Verlosung. Ja, alle Leute, die ich jetzt nenne, werden vom lieben Presidential Leader Miguel Wes kontaktiert. Ja, also ihr müsst nichts machen, ihr werdet kontaktiert. Es waren ja einmal zur Verlosung gestanden die NFTs für die Partner bzw. Kunden, die schon bei iGenius sind und einmal für die Interessenten, die auf den Calls eben sind. Oder auf den Calls eben waren. Ich habe hier eine Liste von den Interessenten, die gewonnen haben, habe ich natürlich keine Bilder. Ja, die kann ich hier nicht so in Szene setzen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Hier die deutschen Interessenten, die auf dem deutschen Call waren, also auf diesem Call hier vor, circa 24 Stunden. Und das sind folgende drei Gewinner. Die Angie Esser, Patrick Lötschert und Christoph Peitler. Ja, ich hoffe, Sie sind hier auf dem Call. Dann können Sie sich freuen, können hier Ihre Freunde mit uns teilen. Wenn Sie nicht auf dem Call sind, dann werden Sie kontaktiert von eben Miguel. Und ich wünsche euch viel, 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 viel Spaß damit. Ja, hier hat eine reingeschrieben, ja, die hat leider direkt an mich geschrieben. Die Angie ist hier am Call, ja, also eine Gewinnerin haben wir auf jeden Fall hier gerade im Call. Jetzt hat sie an alle geschrieben, perfekt. Glückwunsch. Glückwunsch zum gratis NFT. Wenn Patrick noch da ist und der Christoph, könnt ihr natürlich auch gerne reinschreiben, weiß ich jetzt nicht, ob ihr gerade hier seid, aber Glückwunsch allen Interessenten zu dem gratis NFT. Ich freue mich, ja. Euer erster Start in das Ganze rein. Zusätzlich möchte ich noch ankündigen, das hat man bis jetzt noch nicht bekannt gegeben, aber von meiner Seite aus möchte ich auch für die ganzen Leute, die gestern dabei waren oder zumindest heute dabei sind, in den nächsten 1-2 Wochen, je nachdem, wie sich das Ganze verhält, nochmal ein persönliches Giveaway machen von Vivi aus. Da möchte ich auch was Kleines dazu beitragen. Zu den ganzen Infos und so, das werde ich Felix und Miguel und sowas weitergeben, damit sie die euch weitergeben, auch vielleicht einen Discord-Channel nochmal zu organisieren. Genau. Sehr gut. Sehr cool. Danke, Walle, nochmal. Auch wie gesagt, danke echt für dein Commitment. Jetzt kommen wir
zu den Partnern und Kunden, die bereits hier ja, am Start sind und was die eben jetzt gewinnen, sind auch gratis NFTs. Und hier haben wir die Personen, die gewonnen haben. Ich nehme hier auch die Englischen mal mit dazu, weil da haben wir so schöne Bildchen, ja, die wir hier zeigen können. Nummer 1, Glückwunsch, 60 Einladungen für diesen Call gemacht und damit in dem Raffle gewesen für das gratis NFT. Die Mikaela Kusskopf hat ein gratis NFT gewonnen, auch 60 Leute eingeladen, hat die Chiara und hat im Raffle ebenfalls gewonnen. Also auch Glückwunsch hier an die liebe Chiara. Wenn du dein Bild hier siehst, gerne im Chat feuern, schreiben, wie auch immer. Außerdem hat die liebe Anastasia 20 Leute eingeladen und in diesem Raffle auch ein gratis NFT gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem, ja, zu dieser Errungenschaft. Sehr, sehr cool und der Start, dein Start in die NFT-Welt. Dann haben wir hier nochmal die Cynthia Gomez dos Santos, die kenne ich auch persönlich. Sehr, sehr cool. Glückwunsch, Cynthia. Ich glaube, du bist auch auf diesem deutschen Call, lebt in Südamerika, aber ist trotzdem auf dem deutschen Call und spricht Deutsch. Glückwunsch zum gratis NFT. Und dann haben wir noch die Chicomina Caras. Ich glaube, die ist auf dem englischen Call, aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch dir auch zu deinem gratis NFT. 60 Leute eingeladen, ist wirklich auch eine krasse Leistung. Wie gesagt, die sind ja auch ebenfalls 60 Leute eingeladen. Wirklich krass, auch so viele Leute dann auf so einen Call eben einzuladen. Sehr, sehr cool. Glückwunsch und du hast dir absolut verdient, dieses gratis NFT abzuholen. Und als letztes die Sarah Höffler, 20 Einladungen, hat auch hier eben das gratis NFT gewonnen. Ist wahrscheinlich auch auf diesem Call. Sehr, sehr cool. Ich wünsche dir viel Spaß damit und natürlich große Gains. Und macht weiter so und viel Spaß beim Einstieg von euch in die NFT-Welt. Ja, ich wünsche euch allen wirklich viel, viel Spaß beim Lernen über NFTs, über Kryptowährungen. Ja, und ich kann euch nur eine Sache mitgeben und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das beste Investment ist in dich selber. Du musst in dich selber investieren, du musst lernen, du musst dein Mindset graden, du musst selber aktiv werden. Ja, das Paradoxe in dieser Welt ist, Ladies and Gentlemen, ja, dass es noch nie so einfach war zu investieren. Es war noch nie so einfach, Geld zu verdienen. Es war noch nie so einfach, Wissen über Investments zu bekommen wie jetzt. Trotzdem machen es wenig Menschen, ja, was absolut crazy ist, was ich null nachvollziehen kann, weil das Paradoxeste, was du im Leben tun kannst, ist zu hoffen, dass sich die Welt um dich herum verändert, ja, und du davon profitierst, ohne dass du dich selber änderst. Wird niemals passieren. Wir alle, ob es der Walle ist, ob es der Miguel ist, ob es ich bin oder wer auch immer, wir alle hatten irgendwann mal einen Anstoß, ja, und dieser Anstoß war diese Company hier, die den Call auch mit organisiert hat, eben um einfach mal loszulegen, um einfach mal über diesen Jordan zu springen und zu sagen, jetzt mache ich es, jetzt ziehe ich es durch, jetzt lege ich los. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Für die letzten Worte gebe ich an den lieben Walle ab. Nochmal vielen, vielen Dank für dein Engagement hier als TPR und iGenius, halb iGenius Educator. Vielen, vielen Dank, dass so viele dabei waren. Ich verabschiede mich und freue mich, euch auf den ersten Firmencalls, iGenius Calls, Produktcalls von uns zu sehen. Und ich hoffe, dass ihr alle euer Leben verändern werdet durch Krypto und durch NFTs, die Zukunft, die wir alle mit im Herzen tragen. Ich gebe zurück an Walle. Danke dir nochmal, wie gesagt, auch für Danke, Felix. Und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, mir auch. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deinen Input. Hat mega Bock gemacht. Und danke, dass du der Community nochmal das veranschaulichen konntest. Und danke, dass ihr auf jeden Fall alle dabei wart. Immer noch, ich glaube, zu den Höchstzeiten waren es knapp 400 Leute. Ich meine, was haben wir heute? Montagabend um 22 Uhr. Da hat man jetzt nicht wirklich Lust hier auf dem Call zu sitzen. Aber ihr habt Interesse gezeigt. Das finde ich extrem wichtig. Und ja, falls jetzt noch irgendjemand gibt, der noch eine letzte Frage hat, gerne nochmal die Hand heben. Wenn nicht, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze nochmal ab. Ich warte noch ganz kurz. Okay, ich sehe niemanden. Alles klar. Wie gesagt, zu den anderen Infos, falls ihr Fragen habt, wie gesagt, ich stehe gerne für jeden zur Verfügung, sei es durch Felix oder durch Miguel. Falls ihr da Fragen habt, einfach gerne auf die Leute zugehen. Und nochmal von mir aus herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch einen
sehr angenehmen Abend und einen schönen Start in die Woche. Mach's gut, Leute.